Hi Leute, willkommen zurück bei Deponia. Wo müssen wir noch mal hin? In den Hafen? Ich glaube ja. In die Spelunke, genau. Wir müssen ja immer noch herausfinden, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, ich muss einfach ein bisschen weiter mit Goal quatschen und schauen, wo wir jetzt hier weitermachen können. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Hier lungerst du also rum. Tue ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Sag Zeppelin. Bitte, sag Zeppelin. Nein, nicht in einem Zeppelin. Oh. Vielleicht ja später. Yippie! Oh Gott, ist das süß, ey. Das ist so knuddelig. Hey, Baby. Meinst du mich? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Schon irgendwie, ja. Oh, aha. Schau mir in die Augen, Kleines. Ist dir eine Kontaktlinse verrutscht? Hier ist es so schummrig, ich kann kaum etwas erkennen. Hat sich erledigt. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Ich habe gerade angefangen, den Insekten auf der Theke Namen zu geben. Das hier ist Ronny? Das ist Donny. Und das hier ist Prinzessin Hinkebein. Warum humpelt Prinzessin Hinkebein? Sie ist traurig, weil sie so alleine ist. Was tust du? Nun ist Ronny Prinz Hinkebein. Oh, wie süß. Du bist ja ein echter Tierfreund. Ja, ja. Total. Rufus ist der größte Tierfreund, den ich kenne. Ich geb's auf. Was gibst du auf? Nicht weiter wichtig. Ah, wie schön. Eigentlich müssen wir ja die Lady Goal zu einem Essen einladen, aber wir fragen sie trotzdem. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Oh, das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir abgepult habe? Die kann nicht weg sein. Sowas stiehlt doch niemand. Oh. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. So, dann wechseln wir doch nochmal. Wir haben Krawall-Goal und Lady-Goal. Ich gehe nochmal auf Krawall-Goal. Hä? Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal. Okay. Hm? Ach du, was willst du? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Ich weiß nicht, wie ich sie... Du wirst schon noch weich werden. ...überzeugen kann. Wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Oh, Baby Goal heißt sie. Oh, wir haben Baby Goal, Krawall Goal und Lady Goal. Aber dann gehen wir nochmal zu Lady Goal. Ich glaube, mit der habe ich noch nicht geflirtet, weil sie mir zu bösartig war. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Hm? Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Schau mir in die Augen, Kleines. Warum? Soll ich nach einem Gerstenkorn suchen? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe da tatsächlich so eine Entzündung. Halte bitte Abstand, okay?
Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Tja, was mache ich hier eigentlich? Ach ja, du hast mich aus dem Notboot geworfen. Gerettet, aus dem Notboot geworfen. Hängt das nicht vom Blickwinkel ab? Nur wenn man ein kurzsichtiger Idiot ist. Na, das lässt sich zum Glück leicht überprüfen. Hey, Bozo, habe ich Goal gerettet? Keine Ahnung. Ich versuche schon lange nicht mehr bei dir durchzusteigen. Siehst du, Bozo findet mich auch lässig. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Hallo, Bozo. Ah, Rufus. Was liegt an? Ah, sehr gut. Bozo hat eine Idee für die auf Krawall gebürstete Frau, würde ich mal sagen. Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Interessant. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort... Und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Oje. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte? Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Wow. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden. Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kielholen, Schatzsuchen, Kreuzigungen. Ach, verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. Im Gegenteil. Ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Alles klar. Da sind wir doch schon mal ein bisschen weitergekommen. Er geht jetzt mal nach oben. Können wir denn was mit der Tasse machen? Nee, scheinbar nicht. Schade. Okay, dann ja, machen wir das doch jetzt einfach mal. Gehen nach Klein-Venedig.
Ich wollte noch mal hier gucken. Ich weiß nicht, irgendwie müssen wir da doch das hinbekommen mit dem Typen, oder? Vielleicht können wir ja doch noch mal mit dem reden. Wir müssen ja auf jeden Fall da unten rein. Oder können wir es auf das Periskop draufpacken? Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt... Bin ich ja auch. Ich bin eins mit dem Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsicht... Okay, vielleicht brauchen wir da den goldenen Drachen. Das kann sein. Wie der aussieht. Mit Blümchen und mit dem Anzug und allem. Nicht schlecht, ey. Wer hätte gedacht, dass sich unter dieser rauen Schale ein dermaßen alberner Sofabezug versteckt? Reden wir nochmal mit Boso. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Boso. Siehst du behämmert gut aus. Behämmert gut. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Ich weiß ja gar nicht, wie der ruhige, gemütliche Boso überhaupt was mit der Waffennärrin anfangen konnte. Aber hey, vielleicht sind sie ja füreinander bestimmt. Vielleicht werden wir aber auch sein Leben zerstören gleich. Ja. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Verfluchter Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Boso? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein! Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Okay. Alles klar. Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Okay, das irritiert mich gerade. Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Eigentlich habe ich gerade was Besseres zu tun. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Ich überlege gerade... Vielleicht, wenn wir... Okay, da ist der Hafen. Genau. Ah, genau. Wir haben die Notenständer. Vielleicht können wir da irgendwie was machen. Wir haben doch jetzt ein anderes Lied. Ein Notenständer? Oh oh. Das verheißt nichts Gutes.
könnten wir quasi das... Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Die Schrottlawinen-Tarantella. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Va bene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. Okay, dann probieren wir das einfach nochmal. Oh, bin zur falschen Ecke gegangen. In den Hafen. Und dann hier rüber. Und dann probieren wir es einfach nochmal. Weil das hat ja scheinbar irgendwie was mit der Musik zu tun, wie es wirkt. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja klar. Du willst doch nicht etwas schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Wir haben natürlich noch andere Lieder. Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein. Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Wo die ganzen Kanonenkugeln, die ganzen Bowlingkugeln oder was weiß ich. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Ich wollte 19 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, Sole mio, la 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 la. Okay. Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Wir haben noch 3 andere Lieder. Die müsste ich noch besorgen. Aber ich habe keinen Schimmer, inwiefern das einen Einfluss darauf haben sollte, um ehrlich zu sein. Weil... Das wirkt jetzt eigentlich nicht wie etwas, das... irgendwie einen Einfluss drauf haben könnte. Aber wir haben ja immer noch die Zuckerdose. Wir können immer den Generator kaputt machen. Ah, warte mal. Bevor wir das machen, einmal in die Spelunke. Dafür sorgen, dass die Jukebox ein anderes Lied hat. Und zwar... Also die Schrottlawinen-Tantarella haben wir jetzt, glaube ich. Jetzt brauchen wir noch... das lustige Lümmeltütenlied. Sehr gut. Gehen wir nochmal raus. Oh Gott, ey, der Typ. Der Typ, ey. Hab ich eigentlich noch? Nee. Sein bisheriges Ding jetzt habe ich gar nicht im Inventar. Sein wunderschönes italienisches Lied. So. Sehr schön. Dann können wir natürlich das lustige Lümmeltütenlied mitnehmen. Oder warte mal, können wir uns das erst angucken? Lustige Lümmeltütenlied. Naja, wir nehmen es einfach mal mit. Und jetzt leise. Hups. Können wir mit ihr nochmal quatschen? Gibt es da vielleicht andere Auswahlmöglichkeiten bei ihr? Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Hey. Jetzt geht. Ich geb's auf. Ich fürchte... Warte hier. Ist das ein... Natürlich. Gut, das erhöht die... Eine klasse Frau. Okay, einmal nochmal reingehen. Naja, das Prozedere sollte ja jetzt bekannt sein. Sole mio.
Kann ich vielleicht das mit dem Eimer holen? Ich hätte halt gern die ganzen Eier. Wirklich, ich hätte die gern. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Muss ja auch nicht anrühren, ja nur da reintun. Mäh. Im Haken ich vielleicht? Rühre Was willst du haben, damit du endlich die Klappe hältst? Ich gebe dir alles, was ich habe. Bist du eine kleine Bouffone? Sobald ich das nachgeschlagen habe, gibt es richtig Ärger. Okay. Kann auch den toten Taubentango nehmen. Und jetzt leise. Hups. Ach so. Und jetzt leise. Hups. Ich kann gar nicht alle mitnehmen. Okay. Ja gut, dann muss ich erst noch mal gucken. Ha! Genial! Darauf bin ich nicht gekommen. Das ist ja super. Wir sind jetzt hier drin. Geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so einfach hinkriegen würde. Wow, Rufus. Verdammte Todesfalle. Au. Bist du blöd? Also, Rufus, ist das dein Ernst? Au. Was soll ich denn dagegen machen, Rufus? Gegen Dummheit gibt's leider noch kein Rezept. Oh Gott, wie kann man denn so blöd sein? Es tut mir leid, aber das ist mir zu doof, um irgendwie eine Antwort darauf zu wissen jetzt. Also, nee. Wow. Gut, wir haben ja hier noch eine Menge anderes zu betrachten. Eine ganze Menge Orte, wo wir hingehen können. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo, Glatzmatz. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Okay. Hey, Finger weg von dem Baum. Okay. Ha. Was? Warum nicht die Finger? Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Ah. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Ja, das war super lustig. Oh nein. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Muss der Stress sein. Bestimmt, weil der Typ das gemacht hat. Mal sehen. Ah, wir kommen trotzdem noch hierher. Ey, aber die Harke ist weg. Sehr gut. Ach, der hat sich jetzt die Harke geholt. Ah, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt einen Spaten. Dieser Spaten weiß sich viel besser zu benehmen als diese verfluchte Harke. Ich habe also quasi direkt das Rätsel um die Harke gelöst. Alles klar. Mit noch mehr Dummheit kriegt man das hin. Warte mal. Können wir mit dem Spaten jetzt das Ei holen? Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Ja, ja, schon klar. Kübel voll Erde. Na super. Noch mehr Dreck. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Na, dafür haben wir ja einen Eimer. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Sehr gut. Lose Erde habe ich, wenn ich mehr... Okay. Wir haben jetzt also einen Eimer mit Erde. Ich weiß nicht, wofür wir den brauchen, aber wir haben ihn. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben also hier auf jeden Fall was. Da oben können wir vielleicht sogar auch noch hin. Ich wollte aber erstmal hier unten reingehen. Wer bist du denn? Crane, der Dichter. Cool. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen.
Ach ja, gute Entscheidung. Das erinnert mich an den Trailerpark-Zitat. Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Okay. Das heißt, bei ihm können wir nichts klauen. Das ist aber ungünstig. Das ist so erbärmlich. Den brauche ich. Ich weiß nicht, ich probiere. Ja. Hey, wenn du hier... Aber ich brauche den Faden, um zu angeln. Das ist uncool. Der Typ hat halt noch nicht mal... Wow. Das ist... Wahrscheinlich soll das, weiß ich nicht, vielleicht ein Vorhang oder sowas sein. Und das ist halt einfach ein aufgemalter Ofen. Oh Gott, der Arme. Der arme Kerl. Da hab ja ich mehr. Und ich bin der arme Student. Und was ist das hier? Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich bewahre sie als Erinnerung. Woran kann ein Kübel Asche schon groß erinnern? Zum Beispiel daran, dass man Feuerschnabeltiere nicht mit Trockenfutter füttert. Oh. Hey, das ist... Ja, da sagt er wieder das. Ich dachte, du hast hier nur das Nötigste. Und das erscheint nicht unbedingt lebensnotwendig. Ich sagte, Finger weg! Warum sagen das immer alle? Schlimm, oder? Okay, interessant. Eine Kerze. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, probier's. Ja. Hey, wenn du hier... Ich habe ausschließlich... Haben wir sonst noch irgendwas hier? Oh, Kohle. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, probier's. Ja, gute Entscheidung. Wir reden mal mit Crane. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Lustig. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane, aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Die Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Kennst du Captain Seagull? Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Also wir brauchen auf jeden Fall den Faden. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch. Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es, sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Jo. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Der Rest ist... ein Glas Wasser. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich... Ich probiere. Ja. Ist das Glas Wasser halb voll oder halb leer? Hey, wenn du hier... Ich habe... Okay. Das heißt, wir sollten jetzt mal in die Villa gucken. Zu Captain Seagull. Oh, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich, aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich... Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Wow, Dad! Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt, und dann geh wieder spielen, okay?
Netter Dad auf jeden Fall, aber so viel dazu, dass er Elysium verlassen haben soll, oder? Ja, dann reden wir aber doch das nächste Mal mit unserem Vater. Keine Ahnung, interessant auf jeden Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Bis dahin!